Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu der 20. Folge Muffin Booster XR. Es ist bereits im Titel eingeblendet, und heute machen wir eine Kirche. Und ja, seht ihr bereits, ich habe hier meine Anzahl gefüllt wieder. Ich habe 15 Glasscheiben, also rote Glasscheiben, 17 orange Glasscheiben und dann noch 16 gelbe Glasscheiben und 16 hellgrüne Glasscheiben. Habe ich noch ein Stack Holz. Es ist nicht zufällig, hier haben wir nochmal 40 Holz, dann habe ich hier noch 2 Eichentüren geholt, 24 Ziegeltreppen, die kann man sich mit Ton machen, ganz einfach zu finden. Und dann habe ich hier noch eine Glocke und dann habe ich noch 18 Zäune geholt. Die Glocke kommt dann in die Kirche. Alter, ich habe gerade wenig Herzen, fällt mir gerade auf. Hoffentlich falle ich dann irgendwo nicht runter. Ich kann ja meine Kirche auch zu irgendwo hier am Wasser bauen, alles klar. Aber ich werde erstmal sagen, möge die Arbeit beginnen. Das sagt man eigentlich nicht so. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, kommt auch mal Holz hin. Die Kirche muss ja auch nicht die größte sein. In meiner Welt muss eigentlich nichts, was ich baue, eigentlich das allergrößte sein. Okay, gut. So, also eigentlich... ja schon, das muss ja so sein. Alles klar. Waldemar. Oh mein Gott, das geht über das Wasser. Oh, scheiße. Das wollte ich eigentlich gar nicht so, aber das kann doch auch scheißegal sein. Aber jetzt habe ich einen zu viel. Oh, da ist noch ein Dirtblock, fällt mir gerade auf. Holen uns schnell direkt und zack. Falls ihr euch fragt, warum ich heute nicht so lustig bin, ich kann schon noch lustig sein. Ich klinge heute einfach ein bisschen anders. Weiß auch nicht warum, hoffentlich werde ich nicht wieder erkältet. Also sonst muss ich dann meinen 6. Corona-Test machen. Ich habe bis jetzt schon 5 Corona-Tests machen müssen. Und ja, irgendwie finde ich Corona extrem blöd. Jetzt weiß man auch, dass bald die Kinderimpfung gekommen. Ja. Ich wurde schon geimpft, Leute. Da müsst ihr keine Angst haben. Jetzt kann ich keine Covid mehr bekommen. Jetzt kommt hier noch Wasser rein. Natürlich, okay, gut. Dann gibt es hier eine kleine Verstopfung. Alles klar. Ohne Wappe, ich habe mir eigentlich so einen Holzblock verschwendet. Eigentlich kann man das auch ganz einfach hier hinbauen. Und zack, keine Verstopfung. Hm, ja. Okay, gut. So, hier kommt hier. Nö, hier kommt kein Wasser rein. So, hier auch nicht. Hier auch nicht, dann glaube ich nicht. Okay, wenn hier kein Wasser rauskommt, dann kommt auch da kein Wasser raus. Wieso habe ich das jetzt überhaupt damit gezeigt? Guck mal, mein Inventar ist voll. Ich habe doch noch in meinen anderen Inventar eins. Okay, ich habe mal versucht, mein Schild zu reparieren. Das ging aber irgendwie nicht. Aber ich glaube, das Schild reparieren ist jetzt noch nicht nötig. Ihr habt da sicher schon die 2 Nether-Folgen gesehen. Und zack, irgendwie werde ich immer weniger lustig. Nicht Spaß. Okay. Irgendwie, oh scheiße, jetzt habe ich schon kein Holz mehr. Ich glaube, ich muss irgendwie noch mehr sammeln. Ich brauche noch meine Axt. Ich bin doch schon durch den Wald durchgelaufen, oder? Ist doch egal. Den Kirchturm, den muss ich dann auch noch bauen. Aus Holz. Zäune habe ich mir dafür schon gemacht. Da hänge ich nämlich dann die Ziegeltreppen dran und ja. So, jetzt kommt hier noch eine Schicht. Das Holz reicht nicht mal. Ah, übrigens, Leute, für die, die es vielleicht schon gesehen haben, ich zeig's euch jetzt noch nicht. Aber vielleicht habt ihr es ja schon wegen meinem Ballon gesehen, der jetzt schon fertig ist, der ich ohne euch fertig gebaut habe. Mein Holz reicht sogar nicht mal. Nur warte, ich habe nichts mehr drin. Okay, dann würde ich sagen, springen wir ins Wasser. Zum Glück baue ich die Kirche hier direkt am Wasser. Oh, hier ist er noch. Stimmt, ja, aber es ist nur einer. Ja. Würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu den Bäumen. Damit das hier nicht zu nervt, würde ich sagen, besorge ich das einfach mal hier, dass wir wieder unsere Hand sehen. Ja, haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen in der heutigen Episode. Aber das muss ja auch nicht nötig sein. Ihr habt die ja schon 100.000 Mal gesehen. Alles klar. So, hier Block abbauen. Übrigens, Leute, irgendwann werde ich dann auch mal ein neues Intro für dieses Projekt haben. Das kommt erst später. Wir sind ja hier gerade schon bei der Folge 20. Und ja, ich weiß nicht, wann ich ins Ende gehen werde. Vielleicht schon in Folge 50 oder erst in Folge 100. Weiß ich auf jeden Fall nicht. Vielleicht kommt dann ja noch so eine Bonusfolge, 101 oder so. Auf jeden Fall werde ich das 101 Folgen hochmachen. Dann kommt vielleicht ja noch mal eine Staffel 2. Ich habe es mal überlegt. Vielleicht kommt ja noch mal eine Staffel 2, aber das muss ich mir noch mal genau überlegen. Weil an Staffel 1 bin ich gerade extrem gut dran. Und wie wir es sehen, meine Damen und Herren, es wird auch schon bald wieder Nacht. Aber ich weiß nicht, ob dieses Holz reicht. 45. Weiß ich leider nicht. Okay, gut. Hallo. Oh mein Gott, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht ins Lagerfeuer stehe. Dann gehen wir schlafen, Leute. Und zack. So. Wenn wir mal direkt auf Aufstehen drücken, wisst ihr, was dann passiert? Dann stehen wir einfach auf, aber es ist immer noch Nacht. Hallo. Soundschutz zu. Hey. So. Ja, ich habe ein bisschen Mühe damit. Ja, okay. Alles klar, hier hoch. Und zack. Also irgendwie sieht das hier so ein bisschen hässlich aus. Aber doch, komm, das ist doch jetzt einfach egal. Ich muss sagen, mit Erde bauen wir uns hier hoch, weil Erde brauchen wir hierfür gerade nicht.
Aber das baue ich dann später schon wieder ab, weil das würde dann schon nicht so schön aussehen, wenn da einfach so ein Erzturm wäre. Aber ist doch egal. Ich schätze mal, das mit dem Kirchturm müssten wir jetzt schon noch hinkriegen. Dann das mit dem ganzen Holz da. Müssen wir schon noch hinkriegen. Weil ich kann jetzt irgendwie keinen... ich habe irgendwie Angst, Damage zu kriegen. Ihr stimmt. Ja, warte schnell. Ich würde sagen, wir bauen uns wieder hoch. Die Kirche werde ich nicht schon heute einrichten. Das werde ich nicht schon heute machen. Baut man so Kirchtürme? Selbst ich kenne mich nicht mal mit Kirchen so wahnsinnig gut. Das reicht nicht mal. Aha, wusste ich gar nicht. Okay, gut. Wie komme ich jetzt hier runter? Ach, komm mal da. Okay, gut. Irgendwie habe ich Angst, dass ich hier Damage kriege, Mann. Ich will nicht Damage kriegen. Nicht die Treppe! Nicht die Ziegelsteintreppe. Ach komm, was soll's. Ich hole mir dann irgendwann später noch die Spitzhacke. Okay, gut, so. Ah, unsere Welt ist schon schön. Ich muss... Ton? Oh, Ton. Oh, das ist gut, den nehme ich direkt mit. Ich würde sagen, den nehme ich direkt mal mit. Ich habe 8 Ton bekommen und das aus 2 Blöcken. Wie geil. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall, zum ersten Mal habe ich gesehen, dass so ein Scheißbaum auf Ton steht. Aber ist doch egal. Jetzt auf jeden Fall. Ich würde erstmal sagen, wir machen da noch 2 Schichten hoch, diesen Turm da. So. Diese blöde Eichenholztreppe, die er da aus Versehen hin platziert hat. So, hoch auf den Kirchturm. Ja, jetzt komme ich auf meinen Kirchturm nicht mal mehr hoch. Ja, super. Okay. So. Alles klar. Hier runter. Oh mein Gott, ich hätte gedacht, irgendwie habe ich extreme Angst, Damage zu kriegen. Also würde ich sagen, laufen wir wieder runter. Nein! Krieg kein Damage. Ich weiß, ich habe nur noch 3 Herzen. Das würde schon funktionieren, aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Wie so mal in der Welt muss mein Ding nur auf 3 sein. Soll ich was essen? Ich weiß nicht, ob das was hilft. Habe ich gerade was zu essen dabei? Nö. Aber das interessiert dich jetzt auch nichts. Ich würde erstmal sagen, wir gehen sofort mal zu Waffen und Rüstungen, zu der Kiste. Und würde ich sagen, nehmen wir direkt mal unsere Spitzhacke raus. Das hellgrüne Glas werde ich dann später noch für die schönen Gläser und für die Kirche dann benötigen. Das ist egal. Zu. Meine Güte. Ja, habe ich schon wieder. Ja, okay. Ich hatte jetzt einfach mal vor, den was über den Kopf zu schreiben. Deswegen habe ich das ja noch nie gemacht. Aber das mache ich jetzt halt einfach. Oh, hier drin ist ja noch gar nichts. Stimmt, ja. Dummi. Okay, gut. Auf jeden Fall. Okay, gut. Hoffentlich kriege ich den. Bitte. Oh. Nein. Aber ist doch egal. Ich kann mich da auch mit Erde hochbauen. Zum Glück hat er diese Treppe dann nicht platziert. Aber ja, ganz verzauberte Spitzhacke, die hilft mir schon. Nein, nicht da noch. Das baue ich dann am Ende schon wieder ab. Kein Grund zur Aufregung. Okay, gut. Würde ich sagen, bauen wir unsere nächste Schicht hier in. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch schon mal bald unsere Zäune hier wieder nach vorne. Das hellgrüne Glas können wir auch mal nach vorne nehmen. Würde ich sagen, bauen wir das immer mal so. Bibibi. Ah ja, stimmt. Ihr wisst was? Ich kann es direkt mal so bauen. Oh! Irgendwie ist Minecraft extrem geil, aber auch ein bisschen anstrengend. So, komm, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alles hier. So, hier hoch kommen dann die Ziegelsteintreppen. Da wird dann der originale Kirchturm draufkommen. Und ihr wisst was, ich würde sagen, das kann ich doch auch mal hier direkt machen. Das hier direkt auch. Ja, geht's. Alles klar. Ich sagen, wir machen das einfach wieder ab. Geht das eigentlich auch mit der verzauberten Spitzhacke? Nur eigentlich ist dafür nur eine Axt da. Ja, okay. Ja, ich hätte da jetzt nochmal so müssen. Ja. Alter, wieso... baue ich alles so, wie ich es nicht will. Okay. Also irgendwie ist mir das ist langsam echt zu viel. Was soll ich jetzt schon wieder machen? Ja, stimmt ja. So. Hoffentlich platziert ihr die richtig. Yep. Das tut ihr. Nein! Oh, die krieg ich. Ja. Perfekt. Okay, und die platzierst du jetzt so, wie ich es will. Yep. Ohne dich dabei zu verbauen. Irgendwie habe ich jetzt gerade Bock, mich selbst zu töten. Nicht Spaß. Okay, gut. Ey, darf ich wieder hoch? Ja. Darf ich? Was wollt? Also hier dran wäre der theoretisch das Ding, muss da kommen, dieser Kirchturm. Ich muss jetzt einen platzieren, der so ist.
Oh Mann, jetzt habe ich Angst, hier runter zu gehen. Oh mein Gott! Aber da muss ich jetzt nochmal hoch, ne? Um die Glocke da zu platzieren. Warte schnell. Ich habe dann gerade ein kleines Problem gesehen. Warte schnell, ich würde sagen, ich baue da schnell eine kleine Treppe. So. Und zack. Irgendwie. Hat das. Was ist das? Ach komm, wisst ihr was? Ich baue einfach so eine Treppe hier hin. Das sieht man ja nicht. Auf den Kirchturm, da steigt man ja nicht drauf. Ja, da steigt man ja nicht drauf. Und jetzt habe ich schon wieder Angst, hier runter zu springen. Und zack! Haben wir den ersten Tod im Projekt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich weiß, ich bin tot, Balu. Den ersten Tod im Projekt. Und jetzt haben wir alle unsere Items verloren. Und jetzt muss ich nochmal ins Digga. Anstrengender, als ich gedacht habe. Dämlich von mir so eine Kirche. Ich glaube, ich hätte trotzdem keine Kirche bauen sollen. Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Alter, ich habe 5 Leben. Wie viele Erfahrungsleben hatte ich eigentlich am Anfang? Weiß ich nicht, hoffentlich hatte ich nicht mehr, weil das wäre schon ein bisschen enttäuscht. Ja, ich habe hier auch. Wo ist die Glocke? Nein. Ne, oder? Aber die Glocke? Nein! Au! Hier ist die Glocke! Hä? Ich hätte gedacht, ich habe sie jetzt verloren. Diese Glocke, die braucht man für eine Kirche. Meine Güte. Hoch, und so fort. Die Items verschwinden nämlich manchmal auch. Das heißt, theoretisch, man kann auch Angst haben, dass die Items verschwinden, also wenn man stirbt. Kann man hier läuten. Eine Glocke will ich eben schon in meinem Haus behalten, aber ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich hier irgendwann noch ein Villager-Dorf hinbauen oder so. Aber ja, weiß ich nicht. Und zack. So. Und zack, da haben wir alles. Da unten liegen noch irgendwelche Sachen. Wir müssen natürlich auch noch die Fenster einbauen, fällt mir jetzt gerade auf. Wollen wir das jetzt noch machen? Ich weiß nicht mal genau, wie lange ich bei der Aufnahme schon bin. Dort oben habe ich auf jeden Fall schon alles abgebaut. Dann würde ich sagen, können wir auch mal alles abbauen. Dann würde ich sagen, errichten wir jetzt die Fenster. Die Dirtblöcke werde ich dann irgendwann später schon noch mal wegnehmen. Also heute noch. Japp. Nein, so kurz am Ende war ich mit dem abzubauen. Okay. Alles klar. Irgendwie wundert es mich, dass ich in den 2 Netherfolgen gar nicht gestorben bin. Weil da waren ja auch diese komischen Tiere. Aber ich hatte ja auch verzauberte Rüstung an. Da konnte mir eigentlich schon nichts passieren, ne? Okay, gut. Alles klar? Okay, gehen wir das. Ein ist da reingefallen, aber ich konnte es trotzdem noch nehmen. Die roten Kulisse, die will ich auf jeden Fall da platzieren, weil rot ist meine Lieblingsfarbe. Ich glaube, das habe ich schon mal in allen meinen Videos gesagt, aber wenn nicht, dann halt nicht. Okay, gut. Hoffentlich ist es für euch nicht zu langweilig, mir hier zuzugucken, wie ich das alles hier mache. Soll ich eine Comedy für euch machen? Nur Spaß. Okay, so. Wir sind gleich fertig, Leute. Wir sind gleich fertig mit der Kirche. Dann gucken wir uns hier noch zusammen an und dann sage ich euch, wann die nächste Folge kommt. Ich habe irgendwie ein kleines Genosch mit dem, wie soll man das sagt. Ich komme nämlich aus der Schweiz. Ich weiß aber nicht, wie gut ich Hochdeutsch kann. Mit 7 konnte ich anfangen, extrem gut Hochdeutsch zu lernen. Oh mein Gott, da oben ist hier noch was. Okay, gut, dann bauen wir das jetzt hoch. Nein! Und das bekomme ich jetzt nicht mehr, aber das ist doch auch stinkegal. Ich habe ja noch genug, ich habe 14. Ich habe sogar einen 14. Geburtstag, sogar von meiner roten Zahl. Ja, aber das spielt doch gar keine Rolle. Wieso zum Beispiel in der Welt geht das so lange, nur um eine Kirche zu bauen? Also im echten Leben geht das eigentlich viel länger. Dafür braucht man mehrere Tage. Aber trotzdem. Okay, ich glaube, hier wollte ich jetzt das Ganze mit dem roten Glas reinbauen. So, falls euch fragt, warum ich den Block hier nicht abbaue. Also ich weiß es selber nicht, Leute. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr das wisst. Alles klar. Und ich schätze mal, das gelbe Glas werden wir sowohl nicht gebrauchen. Und ich glaube, es wird doch schon bald Nacht, Leute. Ihr wisst, was in der Netherfolge passiert ist. Aber ich will das jetzt trotzdem noch schnell machen.
So, zack, 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 zack. Und zack, ist mir doch schon bald Nacht, Leute. Aber wisst ihr, was ich jetzt noch ganz kurz schnell machen will? Hier noch, schnell. Und es wird schon Nacht, es wird schon Nacht. Oh mein Gott, ich glaube, die Monster kommen schon. Nö, wisst ihr was, Leute? Ich gehe schnell schlafen. Ich gehe schnell schlafen, Leute. Ich gehe schnell schlafen. Habe ich überhaupt am Anfang der Folge Bonjour gesagt? Ich hatte vor, in dieser Folge Bonjour zu sagen. Auf jeden Fall nicht. Ich kann das jetzt nochmal im Video nachgucken. Vielleicht habe ich es in Folge 17 gesagt. Ich weiß es nicht. Alles klar, Waldemar. So. Und zack. So, dann machen wir das hier noch. In dieser Kirche ist natürlich noch ganz viel Scheiße drin, aber ja, ich muss mal sagen, die ganze Scheiße, die hier in der Kirche rumliegt, nehmen wir raus, aber es war nur eine Scheiße. Und ja. Das mit der Kirche hat sich zwar jetzt nicht so wahnsinnig gelohnt, wie ich es eigentlich mir vorgestellt habe, aber ist doch egal. Auf jeden Fall müssen wir erstmal den ganzen Kram da irgendwo versorgen. Den ganzen Krams. Auf jeden Fall, was euch vielleicht schon aufgefallen ist, hier ist der Abendboss. Den habe ich eben nochmal gemacht. Ich habe versucht, mein Schild zu reparieren. Dem Abendboss. Wie ist das zum meisten der Welt? Jetzt habe ich sogar noch ganz in die falsche Kiste getan. Ich weiß, ich kann das eigentlich in jedem Kisten lagern, die ich will, aber irgendwie mache ich das nach Plan. Und dann habe ich hier noch so eine Spitzhacke. Ich habe ja auch eine Farbenkiste, die in meiner Farbe ist. Die Netherkiste, die mache ich sicher nicht im Nether, weil sonst wird sie noch verloren. Nicht Spaß. Alles klar, Leute. Und auf jeden Fall, Leute, das war's mit der heutigen Episode. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, vergesst nicht, den Video an Daumen hoch zu gehen, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Also die da hinten auf dem Kirchturm. Wenn euch das heutige Video gefallen, ich habe es schon gesagt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In der Folge 21, die übermorgen am Abend online rauskommen wird. Und dann würde ich sagen, schaltet ein. Bis dahin. Ciao.